Ja, hallo, hier ist wieder der Frank von Fotologbook.de mit einem kurzen Quick-Tipp zu Adobe Lightroom. Ja, der heutige Quick-Tipp richtet sich speziell mal an die Apple-User. Es geht um folgendes Problem. Ihr habt einen Lightroom Desktop offen, wollt eigentlich Bilder importieren und schmeißt die Speicherkarte rein und denkt sich, ja, alles super. Und leider kommt die Apple-eigene Software hoch. Und das ist immer nervig, wenn man das jedes Mal irgendwie wieder schließen muss, um dann rüber zu gehen zu Lightroom. Dieses Verhalten könnt ihr ganz einfach ändern. Ihr habt nämlich hier oben so einen kleinen Haken drin und die merkt sich den Namen der Speicherkarte je nach Kamera. Das müsst ihr also für jede Kamera einmal machen und einfach nur diesen Haken hier rausnehmen. Das heißt, wenn ich den Haken jetzt rausnehme, ich schmeiße den mal wieder aus, beende das Fotos und habe jetzt die Speicherkarte einmal rausgenommen, schmeiße sie wieder rein. So, einen kleinen Moment. Dann kommt jetzt die Apple-Software nicht mehr hoch und ihr könnt ganz normal eure Bilder in Lightroom importieren. Das heißt, wer das später irgendwann wieder doch aktivieren möchte, darf gerne diesen Haken hier wieder setzen. Haken drinne, Fotos wird geöffnet, Haken nicht drinne, Fotos wird nicht geöffnet. Aber, jetzt kommt das kleine Aber, durch eine Diskussion in der Facebook-Gruppe haben wir festgestellt, das ist leider nicht für alle Kameratypen einheitlich. Nikon, Sony, Olympus schienen wohl ohne Probleme zu sein, aber ich habe Rückmeldungen bekommen auch, dass Canon bzw. Leica dort scheinbar Probleme macht. Es gibt aber auch eine andere Lösung, die bin ich dort in der Facebook-Gruppe auf die aufmerksam geworden. Das ist nämlich so eine Befehlszeile, die man im Terminal eingeben kann. Ich werde diesen Text dann auch bei mir in den Kommentaren bei dem Video direkt mit eingeben. Das heißt, ich muss diese Textzeile eigentlich hier nur einmal kopieren. Terminal kennt ja jeder, einmal wieder einfügen und abschicken und damit ist das generell komplett abgeschaltet. Also wie gesagt, so könnt ihr das entsprechend auch eintragen, auch kein Problem. Wie gesagt, wenn es bei euch nicht funktioniert mit dem einfachen Weg. Ja, das war es an dieser Stelle auch. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von Fotologbook.de